Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Bestcast. Das ist der Technologie-Podcast von TechStage. Mein Name ist Kamal und das hier ist mein Kollege Samir. Hi. Heute haben wir eure Fragen mitgebracht. Es haben sich ziemlich viele angesammelt und die Antworten dazu. Bleibt also dran, jetzt geht's los. Also eigentlich gibt es ja ziemlich viel derzeit, worüber man sprechen kann. Von DJI gibt es zwei neue Drohnen, damit meine ich wirklich Drohnen. Und es gibt von Huawei noch einen Mate 9 mit Porsche Design, noch eine Kooperation in Zusammenarbeit mit Leica und vieles, vieles mehr. Es tut sich etwas auf dem Automobilmarkt was. Wir dachten aber, weil sich so viele Fragen angesammelt haben und wir das letzte Mal hier die übersprungen sind, gehen wir sie heute einfach sukzessiv durch und erledigen alles, was auf der Sollliste ist. Richtig. Ne? Und demnächst werden wir dann wieder wahrscheinlich ein Thema haben und wieder neue Fragen, die wir heute einsammeln. Ihr habt also jetzt die Möglichkeit, auf YouTube unter diesem Video eure Fragen einzureichen oder auf TechStage im Kommentarbereich. Samir und ich, wir nehmen sie und dann beantworten wir sie im Bestcast 104. 104, genau. Sehr gut. Also fangen wir direkt an mit der allerersten Frage. Und sie kommt von Joel G. Und er fragt, kann ich mit einem Xiaomi Mi Mix und Vodafone LTE auch in der Stadt oder auch außerhalb nutzen? Und was hat das Ganze mit auf sich? Also im Grunde ist das so, dass eine bestimmte Frequenz nicht unterstützt wird, nämlich LTE 800. Und das gilt, vielleicht hat man das im letzten Bestcast falsch verstanden, das gilt nicht nur für die Telekom, sondern auch für die anderen Anbieter, also Vodafone und Telefonica Germany. Ich meine, also ich weiß nicht, wie es wirklich hier in Hamburg jetzt aussieht, aber oder bundesweit aussieht, aber ich meine, sie nutzen immer einen Mix aus LTE 800 und LTE 2600. Ich würde auf Nummer sicher gehen, und wenn ich sage, okay, LTE 800 ist mir, LTE ist mir sehr wichtig, dann würde ich grundlegend erstmal verzichten. Richtig. Nee, würde ich genauso machen. Also ich glaube, was du meinst, dieser Mix ist vorhanden und das kann gut sein, dass es in großen Städten so ein Mix vorhanden ist, aber halt außerhalb der Stadt 800 oder 2600 hat genutzt. Also hier im Ballungsgebiet Hamburg weiß ich, dass sie nicht auf LTE 800 setzen, oder ich weiß es besser gesagt nicht so ganz genau. Ich weiß aber sehr genau, dass wenn man sich ein Stück weit von Hamburg entfernt, im Speckmantel, dann setzen sie zum Beispiel da LTE 800 ein. Und wenn ich dann da wohnen würde, wäre mir es vielleicht auch wichtig gewesen. Ja. So, auf welcher Plattform, er hat noch eine zweite Frage, und er sagt, auf welcher Plattform habt ihr gute Erfahrungen gemacht, wenn es darum geht, China-Smartphones zu ordern oder importieren? Ich will jetzt keine Werbung machen, aber mit Trading Shenzhen habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gesammelt. Richtig, ich hätte jetzt auch bei Smartphones Trading Shenzhen gesagt. Wenn es einfach nur China-Kram geht, ich glaube, ich habe schon mal Sachen bei Banggoods bestellt. Mhm. Früher immer gerne bei Focal Price. Ja. Gearbest ist auch Gearbest, sehr, sehr gut. Also das wären so die Kandidaten. Ja. Über Smartphones habe ich auch bei Trading Shenzhen. Also Gearbest ist tatsächlich auch eine sehr gute Option. Bei Trading Shenzhen hat man einen Vorteil, die Betreiber sind Deutsche. Die sitzen teilweise hier in Deutschland, aber auch in China. Und die ganze Abwicklung läuft über die. Und wenn man was isst, dann sprechen sie mit einem. Und ich kenne den Betreiber auch, ist ein cooler Typ. Murat S. fragt, was glaubt ihr, wie die Zukunft aussehen wird, wenn es um intelligente Technologien geht? Also was genau, welche Verbindung entsteht zwischen Haus, Smartphone, Auto und so weiter und so fort? Eine sehr gute Frage, eine sehr disruptive Frage. Willst du antworten? Oder? Ich überlege, wenn du schon weißt. Okay. Also, ich glaube, dass all diese Produkte, die wir hier haben, ein Smartphone, sei es ein Convertible oder ein Notebook, ein Smartwatch, all diese Sachen Transformationsprodukte sind in unserer Welt. Das heißt, wir müssen uns, was Akzeptanz angeht, langsam herantasten, und für die Industrie gilt auch, dass sie dazu lernen und auch kontinuierlich Technologien weiterentwickeln. Aber ich glaube, dass das endgültige Ziel ist mittelfristig ubiquitäres Computing. Das heißt, egal wo ich hingehe, wo ich bin, ob es die Wand ist, ob ich eine Tür anfasse oder einen Griff anfasse, ob ich in der Bahn bin, überall werde ich erkannt und mir werden Informationen angezeigt. Ich denke aber auch, dass wir ein Parallelleben haben werden mit künstlicher Intelligenz und langfristig glaube ich an das Konzept des Transhumanismus. Das heißt, der Mensch wird in der Lage gebracht, aufgrund seiner physikalischen Grenzen mit Technologie zu verschmelzen. Also Transhumanismus, daran glaube ich. Ja, aber das ist ja jetzt alles
Sehr weit. Sehr weit her. Also in den nächsten 4, 5 Jahren, was ich glaube, was sich eher durchsetzen wird, wird einfach, was aktuell langsam ja vorhanden ist, langsam fangen alle unsere Geräte miteinander zu kommunizieren. Die können sich untereinander kommunizieren. Er hat irgendwie gefragt, was Haushalt, Auto. Das wäre so ein ganz typisches Beispiel, was eigentlich jetzt schon funktioniert. Man ist auf dem Weg nach Hause, die Heizungsanlage oder das Haus erkennt, hey, jemand kommt nach Hause, schaltet die Heizung an, es wird warm, wenn man einer rausgeht. Geht ja langsam jetzt schon in diesen intelligenten Technologien. Was Kamal meint ist, das sind wir vermutlich 10, 15 Jahre entfernt. Oh, bestimmt 30, 40, oder 50. Noch länger. Und dann werden wir halt zu dem Schritten kommen. Ja, man kann darüber so viel sagen. Ne? Ja. Samir hat jetzt ein Beispiel gemacht mit Haus und Auto. Ein Beispiel fällt mir dazu auch ein. Und wie gesagt, es gibt so viel darüber zu erzählen. Ich glaube zum Beispiel, dass Energie ein sehr wichtiger Sektor ist in der Zukunft. Mhm. Dass Häuser dezentralisiert Energie selber nicht schöpfen, aber generieren oder umwandeln müssen. Das heißt Geothermie, Solar. Und ich glaube daran, dass ein Haus zukünftig in der Lage sein sollte, selber das Netz zu versorgen und anderen was abzugeben. Ich sehe also, ich fahre ein Elektroauto, dann entscheidet das Haus, okay, mein Elektroauto ist jetzt nur 20% geladen und Kamal fährt in der Regel so und so viel, braucht also noch ein wenig Delta für den morgigen Tag. Entweder speist es Strom in mein Auto oder gibt es Strom an das Netz weiter und ich refinanziere meine Energie. Also das sind so einige Beispiele und da gehört künstliche Intelligenz, Verhaltensforschung mit digitalen Produkten sehr viel. Aber es ist halt alles eine Zeitsache. Ja. Malik LG fragt, könnt ihr vielleicht ein Video machen, in dem es um preiswerte China-Smartphones geht? Ich glaube, wir werden das kurzfristig nicht schaffen. Wir haben aber viele Videos, wo wir uns um so diese typischen Billig-Phones mit beschäftigen. Es gibt aber auch im Internet echt tolle Vergleiche und da muss man das Rad nicht zweimal neu erfinden. Hinzu kommt, dass ich persönlich jetzt mittlerweile denke, diese chinesischen Hersteller, die es früher so gab, die wurden mittlerweile weggedrückt von Xiaomi. Nee, hast recht. Also so ganz billige Sachen sind aktuell schon weg. Da ist, sag ich mal, namenhafte chinesische Hersteller, haben die einfach mal weggedrückt und deren Produkte kosten fast genauso viel oder ein bisschen mehr, aber bieten dann um viel mehr, viel bessere Qualität und Standards einfach an. Ne? Also Beispiel wäre jetzt Xiaomi, man kann Huawei noch, Honor und die ganzen Sachen auch noch erwähnen, ne? Aber das wären die Geräte. Antonio K. fragt, was für ein Handy nutzt ihr und gibt es bestimmte Gründe dafür? Wenn ja, kannst du das mal bitte sagen? Wir wechseln ja sehr, weil wir ja mit Smartphones arbeiten oder diesen Background haben und uns ja langsam von Smartphones wegbewegen, haben wir ja viele Smartphones so. Aber aktuell laufe ich so zwischen meinem Priv von BlackBerry, das ist das älteste von allen, das Pixel und das iPhone 7 Plus habe ich mir auch noch irgendwie geholt jetzt. Bei mir ist es aktuell der Wechsel zwischen Pixel XL und jetzt seit ein paar Tagen iPhone 7 Plus. Ich wollte einfach mal diesen tollen neuen Porträt-Effekt von iPhone 7 Plus ausprobieren und bin deswegen aktuell mit iPhone 7 Plus unterwegs. Aber ich kann aber sagen, das Effekt ist so, naja. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Pixel, wirklich sehr, sehr zufrieden. Für mich persönlich gibt es kein besseres Smartphone in diesem Jahr als das Pixel. Da war die Entscheidung schwer, ehrlich gesagt, Galaxy S7 Edge als das Pixel. Also der Abstand zwischen den beiden war nicht groß, aber das sind für mich so die besten Geräte in diesem Jahr und sie holen das Beste aus Android raus. Deswegen eine Zeit lang das S7 Edge und jetzt seit neuestem das Pixel. Das kann ich genau bestätigen. Ich habe das S7 Edge und seitdem ich das Pixel habe, also Pixel XL, ich habe das S7 Edge nicht mal angefasst. Das liegt einfach aktuell. Ich habe letztens einfach so Spaß mal so ein Bild gemacht mit dem Pixel. Ja. Das war ein sehr bedeutender Moment. Ich habe es einfach so gemacht, weil ich sehr stark involviert war in die Thematik. Aber ich wollte es festhalten. Und dann habe ich halt meine Kamera rausgezogen und ein Bild gemacht. Hat sich nachher dann festgestellt, das Bild ist so klasse geworden. Da ist jetzt eine Person zu sehen, sonst würde ich euch zeigen, wie gut das Bild geworden ist. Klar, ich habe es ein bisschen bearbeitet, aber es ist so ein wunderschönes Bild geworden, das ist echt großartig. Und das wurde mit einem Pixel gemacht, einfach ungeplant, unvorhergesehen, einfach gemacht und es war großartig. Nikola D. fragt, glaubt ihr, dass Apple einen neuen iPod Touch herausbringen wird oder
wie sieht diese Kategorie aus und wie wird sie sich entwickeln? Ich glaube, Apple wird nicht mehr morgen prahlen, wenn sie einen neuen iPod Touch haben. Sie werden aber durchaus vielleicht Synergieeffekte nutzen, wenn sie zu viele Prozessoren haben vom iPhone oder bestimmte Bildschirmtypen und die Ressourcen noch haben und sagen, okay, alle 3 Jahre überholen wir den iPod. Es gibt vermutlich irgendwelche Leute, die kaufen sich das noch. Aber ich denke auch, wenn wir über die Kategorie MP3-Player, Multimedia-Player sprechen, dann wissen wir ja alle, wohin die Reise geht. Alle Geräte, die wir hier um uns haben, selbst eine Smartwatch, selbst die kann Musik abspielen und das drahtlos. Also dieser Verwendungsgrund ist einfach gar nicht mehr da. Nee, also ich glaube auch, dass der iPod Touch ist schon, also ich glaube kaum, dass Apple da was Neues mal zeigen wird. Die werden es einfach, dass den letzten iPod Touch auf dem Markt halten und ihn irgendwann mal auch wirklich entfernen. Ja. Es kann sein, dass Apple irgendwann mal aus historischen Gründen sagt, hier iPod mit, keine Ahnung, 1 TB SSD Ja, so eine Sonderedition, ne? Clickwheel, genau, so eine Sonderedition. Und dann verkaufen sie es wieder für 3.000 € oder so. Harun C. fragt, hallo Kamal, was trägst du da für eine Uhr? Aktuell habe ich keine Uhr dran, weil ich heute los musste und in Eile alles stehen und liegen lassen habe. Aber in der Regel habe ich eine Moto 360 mit Android Wear. Meine Apple Watch habe ich abgegeben, verwende ich nicht mehr. Aber wenn eine Uhr, dann eine Smartwatch und wenn eine Smartwatch, dann eine runde. Aktuell ist die Moto 360, die zweite Generation da und die Zenwatch 3 sollte ich die Tage auch noch bekommen. Akuwani fragt und er hat 2 Fragen. Kennt ihr eine Möglichkeit, beim iPhone ein kabelloses Backup zu erstellen? Ohne Cloud? Weil ich habe ein iPhone 128 GB, sagt er. Und iTunes. Also ohne Wireless Sync und ähnliches. Welche Möglichkeiten gibt es da? Eventuell mit einem NAS? Also Backup bei iPhone geht nur über die iCloud oder nur mit iTunes Wireless Sync. Alles andere geht halt nicht. Was du machen kannst, ist Fotos und so kannst du sichern auf irgendwelche Cloud-Anbietern, Dropbox, Google Fotos. Will er nicht. Ja, aber es gibt keine Möglichkeit, Kabel oder Wireless Sync. Du Ja. kannst, also was du machen könntest, wäre, Stick kann er machen. ja, Stick. genau, so ein Stick nehmen, aber einen richtigen iTunes Backup kriegst du da nicht hin. Also du kannst einen USB-Stick kaufen und da vielleicht Bilder sichern, aber einen richtigen Apple iTunes Backup, das geht nur auf dem iCloud oder mit iTunes. Ja, das ist richtig. Kann man eigentlich mit euch zusammenarbeiten oder eine Ausbildung mit oder bei euch machen? Habe nämlich mein Abitur und weiß gar nicht, was ich machen soll. Frag Akuani. Also man kann sicherlich mit und auch bei uns arbeiten, allerdings in Hannover oder in München. Ja, TechStage Hamburg ist viel zu klein dafür. Wir haben hier noch Mitarbeiter, aber die kümmern sich um sowas wie gelbe Seiten, das Öffentliche und das Telefonbuch. Da wärst du besser aufgehoben, wenn du in Hannover das machst, weil da ist heißes Sitz natürlich. Und was die da aktuell anbieten, das kannst du auf der Webseite sehen. Vielleicht kann ich ein gutes Wort für dich einlegen. Nein. Ja. Wenn es darum geht, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, habe mein Abitur gemacht. Ich stand auch mal in so einer Lage und wusste nicht, was ich mit meinem Leben so wirklich machen sollte. Gott sei Dank war ich damals jung und wenn man jung ist, darf man sich auch Fehler erlauben und auch sich orientieren. Und ich habe einfach nur Praktika gemacht, bis ich so wusste, in welche Richtung ich möchte. Rückblickend betrachtet kann man niemals immer alles richtig machen. Aber wenn du das eine oder andere machst, findest du schon Optionen. Ich habe damals mit einer Ausbildung begonnen im Mobilfunkbereich. Habe mich für Mobilfunk interessiert, bin zu Journalist geworden oder besser zu Blogger und dann wurde ich von Heise übernommen und bin jetzt bei denen als Journalist. Parallel habe ich noch mein Studium gemacht. Also ich habe es, wenn du mich fragst, habe ich es nicht kommen sehen, dass ich mal irgendwann studieren werde oder irgendwann hier sitzen werde. Ich habe es einfach gemacht und habe nach den Möglichkeiten gegriffen und das hat gut funktioniert. Tower A fragt, PlayStation oder Xbox? Naja, da gibt es Leute, die kaufen sich eine Xbox und dann gibt es Leute, die kaufen sich eine PlayStation und zwingen andere Leute, Siri anzukriegen. und zwingen andere Leute, die Xbox zu verkaufen und eine PlayStation zu kaufen. Also aktuell PlayStation. Also aktuell auch bei mir PlayStation, aber bei der Frage würde ich einfach gucken, mit welchen Leuten spielst du einfach und was dein Freundeskreis hat, das will ich kaufen. Also, weil du mit denen willst du ja auch mal zusammenspielen. Ja. Boban A fragt, wieso müssten die Standortdienste aktiviert sein, damit Chromecast für Chromecast-Geräte lokalisiert werden kann? Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage kann nur aus Deutschland kommen. Nein, Spaß beiseite. Also, es hängt damit zusammen, wenn du als Gast irgendwo auftrittst,
oder Gast irgendwo hingeht und dass du dann dein Android-Gerät oder dein iPhone mit dem Chromecast verbinden kannst, nicht über eine Infrastruktur, sondern über ein Ad-Hoc-Verfahren. Das heißt, du kannst dann direkt deine Inhalte auf einen Chromecast schicken, ohne dass du dich mit dem WLAN verbinden musst. Das klappt anhand des Ortes einfach. Genau. Mario Babic fragt, er sagt, Kamal erwähnte, dass dein MacBook immer am Strom hängt. Bedeutet das MacBook ja direkt eine Stromspeisung bekommt und ist das schädlich oder gut? Weil immerhin wird der Akku ja dadurch warm. Grundlegend vom Gedanken her sehr gut. Allerdings sind das High-End-Teile und das gilt nicht nur für MacBooks, sondern das gilt auch für alle anderen Notebooks. Die werden nicht warm, wenn man die durchgehend am Strom hält. Dafür gibt es Regler, dafür gibt es Instrumente, die darauf achten, dass eine Überhitzung nicht stattfindet. Und natürlich macht das die Dynamik des Gehäuses auch, dass die Hitze schnell und gut abgeführt werden kann. Warum sollte man Strom immer haben, wenn man die Möglichkeit hat? Also warum sollte man immer das MacBook am Strom anschließen, wenn man die Möglichkeit hat? Man schont den Akku dadurch. Man reduziert diese Zyklen und der Strom wird direkt genutzt. Und das ist akkuschonender. Ich hoffe, die Frage beantwortet das. Wenn nicht, dann lass mich wissen. Wir gehen dann darauf gerne nochmal detaillierter ein. Kurator fragt, kennt ihr das Buch The Secret? Wenn ja, wie findet ihr es? Ich kenne das Buch nicht. Ich habe es vorhin kurz gegoogelt und es geht um Lebensweisheiten, wie ich es verstanden habe. Ich werde es mir vielleicht mal angucken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das nicht. Ich habe es auch nur gerade irgendwie mitbekommen, als Samir danach gegoogelt hat. Ich kenne es nicht. Aber ich kenne so ein, zwei Bücher, die finde ich auch sehr gut und die gehen auch in diese Richtung. Bisschen mehr auf Arbeit und auch wie man den Arbeit gestaltet und wie man die persönliche Ruhe findet und so. Kennst du die Titel im, hast du den Titel im Kopf? Müsste ich jetzt auf mein Amazon gucken, wenn Okay. ich ehrlich bin. Gut. Gut, was haben wir hier noch? Da. Genau, N, nur N. Er heißt nur immer N. N fragt. Könnt ihr im nächsten Bestcast mitteilen, ob ihr bereits Erfahrungen mit Dashcam sammeln konntet und was ihr davon haltet? Ja, Dashcam ist so eine Sache, ne? Früher ganz strikt, mittlerweile jetzt ein wenig lockerer, was die Gesetzgebung angeht. Ich persönlich bin dafür. Ich weiß, dass es mit der Mentalität in Deutschland nicht klappt oder nicht klappen wird. Grundsätzlich braucht man vielleicht keine Dashcams mehr, weil die neuen modernen Autos, die haben schon überall Kameras und die können das auch erfassen, was wichtig ist. Und sie wären sogar, hätten sogar eine bessere Integrität im System. Das heißt, wenn jemand vorbeiläuft, dass die Kamera automatisch angeht und ich brauche nicht irgendwie so ein Kabel rumzuhängen oder sowas. Das muss alles sauberer sein, ohne dass man jetzt die halbe Dachpfanne öffnet, sage ich schon, den Dachhimmel öffnet und da die Kabel verlegt. Ich habe eine Zeit lang damit mit den Gedanken gespielt, tatsächlich eine Dashcam einzubauen, weil aber das so ein bisschen restriktiv ist und nicht gern gesehen wird und ich auch meinen eigenen Parkplatz habe, habe ich gesagt, na gut, verzichte ich darauf. Ja, nee, also die Idee von Dash finde ich auch, wie Kamal halt schon erwähnte, sehr cool, um einfach mal für einen Fall ein Beweisvideo in dem Sinn zu haben. Da das ja in Deutschland aber nicht so gern gesehen wird, habe ich mich auch keine bestellt. Aber ich wollte mir mal auch aus China mal testweise mal so eine günstige erstmal bestellen, um zu gucken. Aber habe ich auch nicht mehr Es irgendwas. gibt auch Akkumöglichkeiten, aber ich fand die Leistung einfach nicht gut, dass du jeden Tag das mitnehmen, aufladen und wieder einstecken musst. Ja, das würde ich wahrscheinlich die erste Woche machen und dann liegt das irgendwie ungeladen irgendwo rum. Ja, genau. Tobias M. fragt, ich bin auch 21-Kunde. Die Mastercard-Akzeptanz in Deutschland ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern jedoch ausbaufähig. In einigen Läden um die Ecke kann man hier sogar mit nur Girokarte bezahlen. Mich würde Samis Erfahrung diesbezüglich interessieren. Ja, also ja, das stimmt. Die Mastercard-Akzeptanz ist in Deutschland wirklich sehr schlecht. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ich habe von denen eine Maestro-Karte noch bekommen gehabt. Manchmal hatte ich wirklich Glück, dass ich statt der Mastercard die Maestro-Card akzeptiert worden ist. Aber sehr oft konnte ich meine N26-Karte, also die Kreditkarte, was ich von denen bekommen habe, nicht nutzen, weil die einfach gesagt haben, wir nehmen einfach keine Mastercard. Und dann war ich auf meine normale Girokarte angewiesen. Das ist leider aktuell wirklich in Deutschland der Fall, dass es leider nicht immer klappt und man deswegen immer noch, zumindest ich aktuell, nicht mein Postbankkonto kündigen würde und sagt, ich wechsle so N26. Ja, okay. Tarek D. fragt, wie findet ihr das erste, was ist das? Wie findet ihr das? Achso, wie Das findet ihr noch. erst einmal das Huawei Mate 9 und
hat das einen guten Preis mit 699 Euro? Und wie findet die Porsche deine Variante für 1300 Euro? Das Mate 9, wir haben gerade einen Test veröffentlicht. Auf YouTube findet ihr den Test dazu, aber auch auf TechStage. Da hat Stefan sich sehr genau das Telefon angeschaut. Ich denke persönlich, der Preis ist 699 zu viel für das Telefon. Im Vergleich zu der Technik, die eingebaut ist. Ich hätte mir für den Preis eher die Porsche-Variante gewünscht, weil die Porsche-Variante viel, viel geiler ist. Ja. Nicht nur größerer Speicher, nicht nur hochauflösendes Display, nicht nur eine bessere Display-Technologie, nicht nur ein besseres Display-Oberflächenverhältnis. Die Marke Porsche-Design können Sie sich von mir aus gesagt sparen. Da sind mir die Komponenten eher wichtiger. Aber bleiben wir ruhig beim Porsche-Design. Natürlich, es ist ein schönes, finde ich persönlich, sehr schönes Smartphone, aber das liegt im Auge des Betrachters. Ich habe mir eins geordert. Ich will mir das mal anschauen, mal gucken, wie das ist. Nee, also ich finde auch die Porsche Design Version um einiges schicker und vom Specs mäßig viel, viel besser als das normale Mate 9. Auch wenn ich schlecht, also ein bisschen vom Preis finde ich es besser, wenn es günstiger wäre. Und weiß nicht, von mir aus hätten bei Porsche Design auch mal statt 6,97 verlangen können, aber das wäre noch in Ordnung. Ja. Statt, ich glaube, 1300 oder 1400? 13, ja. 14. Also das Mate 9 Porsche Design Telefon, was ich demnächst habe, das ist ja auch Daydream-fähig. Und das ist das Hochinteressante daran. Mal gucken, wie es sich schlägt mit der Google Daydream View. Ja. Dann haben wir eine Frage von Hassan Y. Oder, genau, richtig. Er fragt, was denkt ihr, wie es mit den neuen MacBooks weitergehen wird? Und nachdem man jetzt die Funktionstasten gekillt hat, könnte es auch sein, dass man die Tastatur eventuell in absehbarer Zeit killt und vielleicht daraus irgendwie eine Taptic Engine einbaut oder so. Es gab ein Interview von Phil Schiller und er hat gesagt, das Letzte, was wir machen wollen, ist Touch einzubauen in Notebooks. Das heißt, wir wollen es nicht so machen, wie es viele Hersteller aktuell lösen. Das ist eine Möglichkeit, wie man Touch integriert. Ich persönlich finde, das ist eine sehr gelungene Sache, aber es ist ja auch kein Work-Machine wie so ein MacBook. Das ist übrigens das Yoga-Book. Sie wollen bei der Tastatur bleiben, sie wollen aber auch irgendwo Touch integrieren. Und da haben sie gesagt, okay, wir integrieren halt nur diesen Panel und dann haben wir eine Kombination aus beidem. Wir wollen aber nicht wirklich oben Touch und unten Touch haben. Das gehört sich einfach nicht an einem MacBook, das passt irgendwie nicht. Ich glaube also, es bleibt dabei und es wird die ersten 10 Jahre dahin erstmal gehen, wenn nicht in Verbesserung kommt. Also genau, es wird erstmal, die Tastatur bleibt einfach erstmal, weil die wissen, Leute wollen, wenn sie wirklich arbeiten wollen, eine richtige Haptik haben. Das kann sich aber mit der Zeit natürlich, wie kann man in 10 Jahren vielleicht ändern, aber aktuell wird es so bleiben. Ja, gut. Ja, da bin ich wieder. Ich muss nur ganz schnell was nachgucken. Okay, dann haben wir noch... Tobias P. Richtig. Die letzten Fragen. Tobias P. fragt, könnt ihr vielleicht ein Video über das aktuelle Dell XPS 13 2016 machen? Wäre echt interessant, vielleicht sogar auch eine echte Alternative zu dem MacBook Pro. Ja, Tobias, ich weiß, was du meinst. Unsere Kompetenz, das Problem ist, ich würde es gerne machen, ich schaue mir gerne alles an. Unsere Kompetenz ist eher so mobile und aktuell neue Technologien. Auf Computern können wir dir den einen oder anderen Rat geben? Immerhin haben wir das, denke ich mal, studiert. Aber ich glaube, da sind die anderen Leute, die auf YouTube sind oder auf die du sonst noch in der deutschen Szene findest, viel affiner, weil sie einen gesamteinheitlichen Marktüberblick haben. Den können wir dir nicht geben, auch wenn die Kompetenzkomponente stimmt. Diese Leute wissen eher dann, wovon sie reden. Also Notebook, Check24 oder keine Ahnung, wie die ganzen Seiten heißen. Ich kenne mich da nicht aus, aber schau einfach mal, was für Alternativen du findest. Also Leute, die wirklich spezialisiert sind. Genau, wir sind nicht die großen Notebook-Guys, wo wir wissen, was aktuell so auf dem Markt los ist. Das muss man ehrlich zugeben und was Sache ist, das ist halt richtig. Sache. So, Karl M. fragt, er hat 3 Fragen. Ich würde gerne ein Chromebook kaufen, aber ein Chromebook, wo Android Play Store läuft. Könnt ihr eins empfehlen? Ich überlege gerade, wie das hieß. Das war von Acer. Das ganz neue, ne? Ja, mir fällt dir gerade nicht. Ich glaube, von Acer gibt es ein ganz neues. Dann soll ja bald von Samsung ein neues kommen, was eigentlich, glaube ich, seine nächste Frage ist, Chromebook Pro. Sowas kann ich dir empfehlen, weil das Samsung Chromebook Pro soll Touchscreen haben, Stifteingabe, Tastatur und Bildschirm.
Das könnte was rein sein. Und ich glaube, aktuell unterstützen die neuen alle den Play Store. Gut. Deine zweite Frage ist genau das, nämlich Chromebook Pro, wo kurzem geleakt, ob wir Informationen dazu haben. Und die letzte Frage ist, gab es eine Begründung, warum Apples zwar im iPhone auf einem 3,5 mm Klinke verzichtet, aber nicht auf dem MacBook? Es gibt eine sehr einfache Begründung, und zwar werden die Teile auch wirklich in Studios genutzt, wo man einen Verstärker anschließt und eine Gitarre anschließt, und dafür brauchen sie dann Klinkenanschluss. Oder vielleicht Mikrofone nutzen sie auch. Und da gibt es zwar USB-Mikrofone, aber es gibt immer noch Klinkenmikrofone und die werden dann einfach am Computer angeschlossen und dann läuft das über GarageBand oder sowas. Und die allerletzte Frage, Andrew oder André D. fragt, ich glaube André D. ist das genau. Er fragt, mich würde interessieren, wie und ob man als Deutscher einen V20 von LG importieren oder bestellen kann. Da würde ich erstmal sagen, ich gehe die klassischen Wege. Ich schaue mir diese ganzen Online-Shops an, die bieten das alles an. Oder vielleicht auf eBay. Es gibt Leute, die tatsächlich aus den USA ein V20 mitbringen und das dann hier verkaufen. Ist es empfehlenswert? Nicht wirklich. Ich würde nicht ein Telefon kaufen, was nur für den speziell amerikanischen Markt gemacht ist, weil diese Geräte extrem viel Bloatware haben. Da sind wir in Deutschland ein wenig geschont. Wir haben zwar auch Bloatware, aber nicht so viel. Aber unabhängig jetzt von meinem Rat oder nicht, ich würde einfach online gucken auf eBay nach verlässlichen Leuten oder irgendwelche Import-Shops. In der Schweiz gibt es einen Shop, digitech.ch. Die haben meistens alles, glaube ich. Auch ohne jetzt Werbung zu machen. Ich glaube, die haben aber meistens alles. Dann vielleicht damals schon. Gut. Ich würde sagen, das war's. So schnell können wir die Fragen beantworten. Heute ein wenig schneller als sonst. Deswegen würde ich sagen, falls ihr Fragen habt, hinterlasst sie auf YouTube unter diesem Video. Wir nehmen sie dann oder auf TechStage. Und wir sehen uns wieder nächste Woche mit neuen spannenden Themen und aber auch euren Fragen. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten und tschüss. Tschüss.